Ja, Freunde, weiter geht's hier im Krieg der Besten bei One Piece Pirate Warriors. Lösche Verteidigungskommandant die Wache am Tor aus. Aha. Ich glaube, wir müssen einfach mal darüber. Auf geht's, Ruffy. Das war jetzt der totale Fail. Und das nur, weil es ganz wenig gestoppt hat, das Spiel. So, jetzt aber hier. Wir kommen! Hallo Freunde, hier haben wir ja so einen Typen, Verteidigungskommandant. Hallihallo! Buggy ist auch mit dabei. Mugiwara! Na klar brauchst du unsere Hilfe. Ach komm schon, Buggy. Buggychen! Genau das sind wir. Captain Buggy, du bist der größte Vollidiot. Oh, Mihawk. Oh, Falkenauge, 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 Falkenauge. Aufgepasst, Falkenauge. Wie gefällt dir das hier? Falkenauge! Nein, der Typ bedeutet echt nichts Gutes. Aber der hat das geilste Schwert, das es gibt. Wow, was für eine Attacke! Alter! Volltreffer! Nimm das, Falkenauge! Ha! Mann, der verliert ja fast kein Leben! Alter, Falkenauge ist viel zu mächtig! Wo bist du? Hier bist du, Falkenauge! Wie gefällt dir das hier? Jetzt kriegst du voll eine auf die Fresse! Los, Ruffy! Mach sie alle! Okay, Falkenauge verliert fast gar nichts. Oh nein, nicht schon wieder über die gleiche Scheiße hier! Hilfe! Hilfe! Lass mich hier raus! Au, Falkenauge, du kleiner Mieser! Nein, ich bin klein! Oh, wie sollen wir den Falkenauge besiegen? Kann mir das mal einer hier verraten? Auf jeden Fall da diesen zweiten Offizier der Piraten ausschalten. Ach nee. Warum sollten wir den ausschalten? Mist. Natürlich nicht, aber müssen wir Falkenauge besiegen? Nein, den Verteidigungskommandanten müssen wir besiegen, aber der ist gar nicht hier. Den haben wir doch schon besiegt. Ich will hier weg. Falkenauge ist viel zu stark. Alter, der steckt auch ordentlich weg. Oh, er ist betäubt, er ist betäubt, er ist betäubt. Oh Mann, das war knapp. Oh, Zoro, könntest du uns mal ein bisschen behilflich sein? Ach nee, Zoro ist ja gar nicht hier. Was rede ich denn da? Ich könnte ja echt Hilfe gebrauchen. Gegen so viele Marinetypen und vor allem Falkenauge. Mensch, Falkenauge. Alter, Falkenauge, wie geht's? Du, ich bin ein Freund von Shanks. Du magst doch Shanks. Du darfst uns nichts anhaben. Alter, der hat noch über die Hälfte des Lebens. Wie sollen wir das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es nochmal. Komm her, Falkenauge. Du bist nicht Falkenauge. Du bist Falkenauge. Mist, wir haben abgewehrt. Au! Komm her, Falkenauge! Au, 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 au! Nein, Mist! Der ging jetzt daneben. Wir haben nicht Falkenauge getroffen. Und wir haben schon fast wieder kein Leben mehr. Das kann doch nicht sein. Wir können doch Falkenauge, das schaffen wir nie! Verliert der Typ überhaupt noch ein bisschen Leben oder was los hier? Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht! Mir scheint irgendwie, der verliert gar kein Leben. Und da kommen immer wie mehr Marinetypen. Das können wir doch nicht schaffen. Hallo, nehmen wir den überhaupt Leben ab? Ich weiß es nicht. Kann ich hier wieder abhauen? Nee, kann ich anscheinend nicht. Au! Ach, hier vielleicht. Ja, hier, komm schon, Ruffy. Ich glaube, wir sollten hier mal verschwinden.
Danke, Buggy. Sehr nett von dir. Jetzt hier rüber. Ja, genau. Wir mussten einfach verschwinden. Wir müssen den hier ausschalten. Mr. Free ist aufgetaucht. Ja, aber... Falkenauge wird uns bestimmt auch hierhin verfolgen, oder? So, benutzen wir mal den hier. Bisschen aufräumen. So, hier, den hier müssen wir ausschalten. Ja, Whitebeard. Komm schon, Whitebeard. Wo ist denn jetzt dieser Verteidigungstyp hier? Wo ist er jetzt hin? Ach, da war er. Nimm das! Ach, Mist, nicht ganz ausgeschaltet. Aber jetzt! Oh, Volltreffer! Ja, wie wir ja wissen, ist Sengoku nicht mehr der oberste Anführer. Mist, Mihawk. Mihawk ist da, wir müssen verschwinden. Sondern Akainu hat jetzt da die Spitze übernommen. Ich frage mich echt, was mit Aokichi passiert ist. Der hat ja verloren. Ja. Ach so, das ist Eis, jetzt dachte ich schon. Ja, Mr. Free haut ab, toll. Dich kann eh niemand brauchen. Können wir jetzt hier hindurch? Muss ich denn jetzt hin? Weiß es nicht. Hallo? Weiß jemand, wo es lang geht? Also das war jetzt der Rückweg. Ich glaube, das war falsch. Aber, ja doch, wir kommen wieder hier hin. Ja, komm schon. Komm schon, nicht daneben hauen lassen. Verschwindet mal hier. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Und tschüss. Danke nochmal, Buggy. Wie immer sehr nett von dir. Müssen wir hier hinten lang? Oh, Leben. Dankeschön. Ich glaube, wir müssen hier lang. Auf geht's. Irgendwo hin. Ja, ich weiß doch auch nicht, was wir hier machen. Krokodil ist aufgetaucht. Jetzt mal wieder hier ein bisschen Action. Cooler Afro hat der. Au, 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 au. Ich frage mich, was danach noch so kommt, wenn wir dieses Kapitel hier abgeschlossen haben und überhaupt noch was kommt. Weiß ich ja nicht. Und tschüss. Ja, der war jetzt aber nicht schlecht. Mission abgeschlossen. Ja, das seht ihr richtig. Die Tore sind offen. Na dann wieder alles zurück hier. Super, aber wo geht's lang? Duten? Nee. Ach hier. Tja, er ist einfach super sympathisch. Jeder will Ruffy folgen, weil er so cool ist. Auf geht's, Buggy! So, das hätten wir. Jetzt nochmal hier zurück. Und dann sind wir bei den Toren. Und es sind nicht die Tore von Moria oder was weiß ich. Nein, es sind die Tore. Ja, keine Ahnung, wo uns die Tore hinführen. Irgendwo halt. Leben, sehr schön. Kurz speichern. So, komm schon. Alles gar kein Problem hier. Schon kann es weitergehen. Aber wohin bitte? Ach hier.
Wir kommen, Ace! Das war knapp. Niemand hält uns auf! Oh oh. Na toll. Na toll, na toll. Schneller, schneller. Schneller, Ruffy! Nein, daneben! Haben wir ihn noch erwischt? Nee, haben wir nicht. Dran. Mann, war das knapp. Wartet auf uns. Ja, 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 ja. Schneller. Komm schon, Ruffy. Na toll. Jetzt ist er. Oh, doofe Kamera. Nochmal. Ja, 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 wir wissen schon. Geschafft, geschafft, geschafft. Ja, 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 ja. Ja, wir sind oben. Na toll. Was ist das? Aha. Okay, Mann, was für Aktionen hier. Nein, da hoch sollst du raffen. Gut, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir noch gebacken hier. Fast daneben gesprungen. So. Na, Mist. Immerhin, das erste Mal, dass die hier Rücksetzpunkte einsetzen. Glaube ich jedenfalls. Nein, falscher Knopf. Ach, Mist. Doofes Knöpfchen. Button-Mashing hier. Das ist öde, Freunde. Öde. Sowas muss nicht mehr sein. So, geht doch. Jetzt? Ah. Wo kommen denn diese Schwerter her? So, hier hinten habe ich noch was gesehen. Schön Münzchen hier einsammeln. Wir haben ja eine Leidenschaft dafür. Ah, super. Mal. Das kriegen wir auch noch hin. Wir kriegen alles hin. Es dauert halt nur ein bisschen. Sorry, Leute. Na toll, na toll. Schneller, Ruffy. Das war sehr knapp. Jetzt, wohin, wohin? Nein, Mr. Neben, Ruffy, nochmal. Endlich, wir sind oben. Doch, wir können die Marine schlagen. Das ist überhaupt kein Problem. Nehmt das. Mitten rein. Der war nicht schlecht. Der konnte sich jetzt echt sehen lassen. Was haben wir hier? Leben. Ja, das brauchen wir noch nicht. Sparen wir uns noch so ein wenig auf. Haben wir denn hier vielleicht FP? Nee, aber ein bisschen Kampfkraft hier erhöhen. Das können wir auch gerade gut gebrauchen. Dann steigert es natürlich auch die SP viel schneller. Glaube ich jedenfalls. Sieht jedenfalls irgendwie so aus. Mal wieder sowas hier einsetzen. Au! Es fällt dir ein. Au, jetzt komm schon, runter hier. Nimm das. So, hat ihn das. Nee, das hat. Doch, das hat ihn erledigt. Oh. Jetzt geht's hier ab. Das sieht ja wieder ziemlich geil aus und auch ziemlich schön. Na toll, jetzt haben wir ein Problem. Na dann, gute Nacht. Leben nehmen wir auch noch mit, alles mitnehmen hier.
Halte durch, Ace! Oh oh, wir müssen aufpassen. Na toll. Das kann ja heiter werden. Und ob wir da durchkommen, das erfahren wir in der nächsten Folge von One Piece Pirate Warriors. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und wir müssen Ace da rauskriegen, Freunde. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.